Guten Morgen, Freunde. Peter von der Live in der Camper hier. Das haben wir heute Montagmorgen. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass ich montags nicht arbeite. Ja, was mache ich heute noch? Ich mache heute mir erstmal einen Kaffee. Das war ein bisschen zu wenig. Schnell würde ich mir noch einen Kaffee trinken. Und dann fahre ich Richtung meiner mittlersten Tochter, das habe ich im letzten Film schon gesagt, ihr Fahrrad abholen und dann wollen wir noch ein bisschen Fahrrad fahren und sowas halt. So, naja, schauen wir mal. Aber erstmal brauche ich einen Kaffee. Und schaut mal raus. Mach das mal hoch hier. Luft reinlassen. Ein strahlender Sonnenschein bahnt sich an. Ja, mein neuer Wasserkocher funktioniert super. Und ja, dann, wie gesagt, jetzt blendet mir die Sonne direkt ins Gesicht rein. Man sieht das, glaube ich, ich sitze da mittendrin. Schaut mal. Naja, egal. Ja, ich werde jetzt noch mal ein paar Fragen beantworten. Dann werde ich das Wohnmobil zusammenpacken. Das meiste habe ich schon zusammengepackt. Und dann fahre ich zu meiner Tochter Richtung Trollsagen. Dann nehme ich euch auf dem Weg mit hin und lasse ich wieder die andere Kamera einfach mal mitlaufen. Im Moment ärgern mich eigentlich so ein bisschen beide Kameras, die ich hier so habe. Da bin ich, glaube ich, nicht ganz so mit zufrieden. War vielleicht doch ein kleiner Fehlkauf, ich weiß es nicht. Mal schauen, mal ein Update drüber machen, weil die steigen ab und zu immer mal aus und man merkt es dann nicht und ach, das ist manchmal schlimm. Naja, mal gucken, was wir machen. Aber ich will mich nicht beklagen. Bin ja froh, dass ich sie habe. Und ja, wir sehen uns gleich mal draußen. Euer Peter. Tja, Freunde, jetzt geht's los. Guckt mal, strahlender Sonnenschein. Ist das nicht herrlich hier? Und richtig schön ruhig. So ein ganz bisschen hört man die Autobahn. Das ist ja nicht weit weg von der Autobahn hier. Dieser, ja, für mich richtig toller Stellplatz. Hier bin ich auch öfters oder, naja, das heißt nicht ganz so oft, aber garantiert jetzt nächste Zeit mal wieder öfters, weil man hier wirklich mal die Seele baumeln lassen kann. Ich muss jetzt noch Strom zusammenpacken und dann geht's los. Dann mache ich mich erstmal wieder beliebt. Sprich, der Mabu muss gleich erstmal seinen Druck aufbauen und dann, aber es ist jetzt 9 Uhr, da kann ich das wohl mal machen. Ne? Wir sehen uns auf der Fahrt nochmal. Tschüss. Tja, Leute, man hört's. Druck muss erstmal aufbauen und ich hoffe, ich habe keinen wach gemacht. Und naja, so ein, zwei Bar brauche ich noch. Schaut mal. Muss so um 8 Bar sein. Ich muss die Luftfederung hinten noch hochnehmen, damit ich auch fahren kann. Schauen wir mal. Ne? Und jetzt fahre ich auch los Richtung meiner Tochter. Ich lasse die andere Kamera gleich mal mitlaufen. Naja, sofern sie will. Manchmal hängen sie sich ganz gerne mal auf und dann gucken wir mal. Bis nachher mal, euer Peter. Ja, Freunde, Druck ist aufgebaut. Wir fahren los durch das beschauliche Müschenheim, verlassen den schönen Stellplatz am Kloster Arnsburg und ja, fahren einfach mal durch das kleine beschauliche Dorf. Von da aus auch kurz auf die Landstraße rauf, Richtung Autobahn. Und dann biegen wir auch schon auf die A45 ein, fahren Richtung Siegen, passieren das Gambacher Kreuz und ja, und was meine Tochter immer schon sagte, es kommt eine Baustelle nach den anderen. Aber wirklich, also ich konnte ihr das gar nicht so glauben, aber es ist wirklich schlimm auf der A45, wirklich eine Baustelle nach den anderen. Ich zähle die einfach mal so mit. Ich habe es jetzt im Moment noch gar nicht so im Kopf, wie viele das waren. Ich muss erstmal den Film ja noch schneiden. Den Ton, den nehme ich gerade vorher auf und passe dann ja die Fahrtstrecke da jetzt gleich mal einfach so mit an. Und wir hören uns wieder an den ganzen Baustellen. Ja, liebe Leute, und jetzt kommt doch schon die erste, kurz nach dem Gambacher Kreuz, also Baustelle Nummer 1. Man sieht das gleich, es ist wieder mal eine Brückenbaustelle, das habe ich schon gelesen und von meiner Tochter gehört. Auf der A45 werden größtenteils die Brücken alle neu gemacht, aber genießt mal die schnelle Fahrt durch die Baustelle Nummer 1.
Ja, Freunde, und die zweite Baustelle ließ nicht lange auf sich warten. Ich glaube, wir haben gerade mal so Ehringshausen erreicht. Wieder eine Brückenbaustelle und man sieht dann auch an der linken Seite, werden auch noch mal so ein paar Lärmschutzwände gestellt. Bis gleich mal. Ja, Freunde, jetzt haben wir gerade so Herborn erreicht und jetzt kommt auch schon die Baustelle Nummer 3. Auch wieder eine Brückenbaustelle und auch wieder auf der linken Seite. Bis nachher mal. Tschüss. Tja, Freunde, gerade so mal Dillenburg erreicht und hier kommt die Baustelle Nummer 4. Ja, Leute, gerade so Heiker Burbach und die Baustelle Nummer 5, aber diesmal auf der rechten Seite. Tja, Leute, und was soll ich sagen? Baustelle Nummer 6. Und das ist nicht die letzte. Tja, liebe Leute, wir haben jetzt so gerade so Siegen erreicht und das ist jetzt, das muss ich mal schnell gucken, das ist jetzt schon die Baustelle Nummer 7. Tja, Freunde, und endlich haben wir es geschafft. Jetzt fahre ich in Freudenberg runter, dann noch schnell zum Fahrradladen bei XXLutz, nochmal schnell einparken und da steht auch schon meine Tochter. Und jetzt holen wir gleich erstmal das Fahrrad. Tja, liebe Freunde, angekommen in Freudenberg. Oh nein! Oh nein, da steht meine mittlerste Tochter. Und da ist der Fahrradladen da hinten. Da holen wir jetzt das Fahrradfahren. Und da vorne dann, da gehen wir gleich nochmal essen. So, damit ich auch hier keinen Ärger kriege. Bis nachher mal. Tschüss! Ja, liebe Freunde, nachdem wir das Fahrrad geholt haben, lecker noch bei XXL Lutz gegessen haben, sind wir dann auch losgefahren. Oder sprich, meine Tochter ist vorgefahren. Ich bin hier langsam hinterhergetuckert, weil ich ja nicht so schnell fahre, Richtung Drollzagen. Dann habe ich noch mal da ganz kurz getankt. Das war recht günstig. 1,67 €. Ja, und dann ging es auch langsam weiter über die Landstraße Richtung Drollzagen. Und wirklich ein schönes, beschauliches Städtchen. Und da vor ihrer Haustür konnte ich nicht parken. Da wird gerade ein Parkplatz umgebaut. So habe ich mich beim Dornseifer auf den Parkplatz gestellt. Ja, und dann haben wir das Fahrrad ausgeladen und dann ging es nachher auch schon weiter. Tja, liebe Leute, so, in Drollzagen angekommen. Noch mal ein bisschen getankt, weil es wirklich günstig war mit 1,67 €. Und jetzt warte ich auf meine Tochter, die sucht gerade einen Parkplatz für ihr Auto. Das ist hier nicht so ganz einfach in Drollzagen. Und dann kommt die hier gleich her, dann packen wir das Fahrrad aus. Aber ja, leider ist der Akku nicht zu 100% geladen worden, sodass wir nicht fahren können. Und naja, alles halb so wild. Sie kann dann ja morgen fahren und ich fahre dann gleich wieder Richtung Gießen. Und ja, wir waren noch vorhin noch mal kurz lecker essen. Und ja, wie gesagt, dann fahre ich jetzt gleich Richtung Gießen, wenn ich ausgeladen habe das Rad. Und dann ja, werde ich höchstwahrscheinlich noch selber vielleicht noch ein bisschen Fahrrad fahren. Schauen wir mal. Euer Peter. Ja, Freunde, ja, dann ging es auch wieder zurück. Das Ganze habe ich jetzt nicht so ganz aufgenommen. Ja, 7 Baustellen später bin ich dann wieder in Gießen angekommen. Bisschen müde, bisschen kaputt. Aber den Dienstag muss ich ja wieder ganz normal arbeiten. Und ja, wir sehen uns in einem neuen Video. Euer Peter.